Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Mittag oder wann auch ihr mal dieses Video seht. Freunde, heute haben wir mal was, ja, ich nenne es mal ganz oldschoolisches oder oldschooliges, keine Ahnung. Und zwar, ihr kennt ja Dame, also beziehungsweise ich habe ja einmal eine Reaction zu Dame gemacht. Ich habe ja auch erklärt, woher ich Dame kenne und so. Und zwar von seinem WoW-Song, okay? Aber heute haben wir einen Song von ihm, sag ich mal. Der mich dann doch noch mal ein bisschen mehr gecatcht hat. Ihr wisst, ich liebe Call of Duty auch. Scheiß mal jetzt darauf, was die letzten 3, 4 Jahre da passiert ist. Aber allgemein liebe ich ja Call of Duty. Und viele, viele natürlich auch. Und Dame selbst ebenfalls. Und damals hat er ja den Hayflow-Song rausgehauen. Und ey, ich habe mir, was habe ich mir da gemacht? Ich habe mir gerade, glaube ich, den World War II-Song reingezogen. Und dann wurde er mir hier rechts vorgeschlagen, so. Ich dachte mir so, ja, Digga, eigentlich kann man dazu ein cooles Video vielleicht machen, ne? Wie gesagt, eine Oldschool-Reaction. Und ich habe auch mitbekommen, jetzt gerade auf Insta, dass er jetzt diesen Freitag auch eine neue Single droppt mit, ich weiß nicht, mit Freshmaker und noch irgendeinem. Können wir eigentlich auch abchecken, so, wenn ihr darauf Bock habt. Und ja, ich habe den Song hier, Payflow, sehr lange nicht gehört. Ich kenne den Refrain noch, auf jeden Fall, klar. Sowas vergesse ich nicht. Produziert und so, weiß ich nicht, ne? Das weiß ich nicht, ob er es selbst gemacht hat oder sonst was. Mein Bro, der Song ist 11 Jahre alt, ne? Was willst du da erwarten? So, damals war es halt nicht so, ja, was heißt wichtig so, ne? Aber damals haben nicht so viele drauf geachtet, sag ich mal. Wenn der Produzent jetzt nicht im Titel stand oder sonst irgendwas, wisst ihr, wie ich meine? Deswegen, ich bin gespannt, ey. Ich hab richtig Bock drauf. Ich hoffe, ihr freut euch auf sowas. So, vielleicht können wir sowas hier auch öfter auch mit Dame machen oder aber auch mit anderen Rappern wie Kolle, ja, so JBG-Sachen und so abschicken. Könnt ihr gerne auf jeden Fall mir in die Kommentare reinschreiben, ob ihr da Bock drauf habt oder nicht. Und ja, dann würde ich sagen, können wir hier nicht lange mehr drumherum und gehen einfach rein, Digga, let's go. Und ich sitz wieder vorm PC. Alleine dieses Klavier, ne? Digga, alleine dieses Klavier, das ist halt meine Kindheit so. Wisst ihr, wie ich meine? So, Bro, wo der Song rauskam, da war ich 8 Jahre alt, so, ne? Ich war 8 Jahre alt. Das ist auch das Erste, was ich jemals von. Ne, den WoW-Song habe ich noch vorher gehört. War mal so ein ehemaliger Kollege von mir, der zeigt mir das so und ich dachte mir so, boah, krass, Digga, ne? Und seitdem der Song rauskam, also seit dem Payflow-Song, kenne ich Dame auch. So und höre den auch, Bruder, ist, glaube ich, also ich glaube, Dame ist wirklich so. Der Künstler, den ich bis heute so am längsten höre, so in Jahren, sage ich jetzt mal, klar, und Kolle höre ich auch seit, ja, stimmt so 8, 9 Jahre bestimmt. Und San Diego tatsächlich nicht so. San Diego habe ich erst so 2018 gehört, angefangen. Ich kenne ihn zwar schon natürlich wegen SpongeBob Snap, natürlich seit 2013, klar, aber so als richtig, wirklich als San Diego gerappt, höre ich ihn erst so seit 2017, 2018. Aber Dame ist so. Den höre ich wirklich seit 2012. Also, das ist halt krass. Und das ist halt so Flashback, so, wisst ihr, wie ich meine? So, Digga, das lief bei mir damals rauf und runter, so. Und, Digga, das ist einfach Kindheit, so. Und WoW, legendäres Spiel. Egal, wer was dagegen sagt. Auch wenn ich es gerade momentan selbst einfach nicht viel zocke, aber WoW, legendäres Spiel. Kann man nichts gegen sagen. Wer was anderes sagt, hat halt einfach eine falsche Meinung, so, ne? Dieses Klavier, Digga. Und ich sitz wieder vorm PC, spiele WoW, alles für die Horde, meine Freundin sagt, sie geht, und ich sitz wieder vorm PC. Jetzt der Refrain. Spiele WoW. Oder ich log aus, zock auf der Xbox COD. Team Deathmatch. Summer over the rainbow. Fliegt mein Payflow und erledigt dich problemlos. Es ist ein weiter Weg bis Prestige Level 10. Und Kill für Kill sammelst du deine EP. Doch Summer over the rainbow. Fliegt mein Payflow und erledigt dich problemlos. Es ist ein weiter Weg bis Prestige Level 10. Und du spielst und spielst und sagst dir eine Runde geht. Nie gegen. So, Bro, was willst du da jetzt gegen sagen? Das ist rundum. Ein perfekter Refrain. Der ist perfekt. Der ist perfekt. Ihr kennt mich ja. Ihr wisst ja, ich mag es nicht so, wenn Refrains, sage ich jetzt mal, oder beziehungsweise Hooks, je nachdem, wie man es nennen möchte, nicht so textbefüllt sind. Ja, wenn man irgendwie gefühlt nur ein Wort die ganze Zeit wiederholt. Ja, ihr wisst, das feiere ich nicht so.
ist hier natürlich auch nicht der Fall so. Und Bro, das ist halt das Krasse bei dem, so, der hat so eine tiefe Stimme, so eine tiefe, kratzige Stimme und der schafft so hohe Töne zu treffen. Das ist schon krass für seine Stimmlage so, ne? Weil es ist wirklich schwer, mit einer tiefen Stimme hoch eine hohe Stimme zu erzeugen, die auch gut klingt. Und das macht der hier perfekt, Digga. Ich so mehrere Stimmlagen aufeinander gedubbelt und so. Also, Bro, was willst du da mehr? So, weißt du, das ist perfekt, Digga. So, und dann natürlich hier Resistance, glaube ich, heißt die Map. Ja, mit der OMP aus Gold. Ja, es ist halt einfach Kindheit, ne? Sind hilflos verloren, wir dringen vor. Also mach, was du willst, es gibt keinen sicheren Ort. Egal, wo du hin willst, Mann, du findest mich dort. Wenn wir uns sehen, ja, dann sehen wir uns durch Kimme und Korn. Ich lass die Semtex fliegen, kill die Camper mit der MP7. Und wer mit mir spielt, lernt auch die Predator lieben. Wenn du nicht triffst, rate ich dir besser zu schießen. Dann sind die Magazine leer, machst du Bekanntschaft mit der Desert, die glaub nicht. Das ist halt auch das geil, das finde ich auch geil, Digga. Ich pause echt viel, muss ich sagen, ne? Das ist halt auch geil. Er schafft es wirklich so gut, den Text auf das Spiel, worüber er rappt, anzupassen. Das ist halt das Krasse, Digga. So, das ist halt auch, man denkt vielleicht, das ist einfach so, ja, bisschen hier über die Waffe rappen, bisschen über diese Waffe rappen, über die Granate und diese Map. Aber er macht es halt nicht so 0815, so, nur, zum Beispiel nur, wie jetzt, wie man jetzt sieht, nur über die ACR zu rappen oder nur über die Map Resistance oder nur über die Semtex oder nur und über die OMP. So, wisst ihr, was ich meine? Das ist halt das Krasse, so, dass man, er hat halt so ein Know-how, nennt man das ja, was Texte schreiben angeht, auf spezifische Themen. So, wisst ihr, wie ich meine? So, das macht der so gut, Digga. Hatte ich dir besser zu schießen, dann sind die Magazine. Und man muss natürlich, wie gesagt, bedenken, das Ding ist jetzt mittlerweile 11 Jahre alt, ne? Leer machst du Bekanntschaft mit der Desert, die Glob Mission oder Outpost. Ich beweg mich lautlos und wenn es sein muss, ja, geht für dich das ganze Haus. Auch dieses, diese hohen Töne jetzt mit Mission oder Outpost. Bro, damals, für damalige Verhältnisse, Bro, das ist technisch krass. So, wisst ihr, wie ich mein? Betty macht aus solchen Clowns, wo ich Konfetti um bin nicht. Bist du spätestens nach meinem Juggernaut tot. Kaum bin ich zu Hause, schon kann die Party beginnen. Ich setz das Headset auf und warte auf, was die Nachrichten bringen. Und ja, die Einladung ist da, lass für Baccara abstimmen. Und jetzt Start, ist doch klar, dass wir heute alles gewinnen. Das ist mein Ziel. Summer over the rainbow. Flieg mein Paper und erledigt dich problemlos. Es ist ein weiter Weg bis Prestige Level 10. Und Kill für Kill sammelst du deine EP. Doch Summer over the rainbow. Flieg mein Paper und erledigt dich problemlos. Es ist ein weiter Weg bis Prestige Level 10. Und du spielst und spielst und sagst dir, eine Runde geht noch. Du brauchst den Kopf nicht zu schütteln, da hilft kein Hinlegen. Genau, dann schütte ich den Kopf, perfekt. Ja, schön. Ich kann da nicht, ich sag's euch, ne, ich kann da nicht viel zu sagen, außer dass es halt krass ist, so. Ja, so überleg mal, so, wenn sich halt ein bisschen mit Dame befasst hat, ne, so ein bisschen auch so an, nicht nur seine Songs gehört hat, sondern auch vielleicht ein paar Videos, er hat ja mit YouTube, soweit ich weiß, auch angefangen. So, aber macht ja auch, wenn er zum Beispiel auf Tour geht, macht er ja auch immer diese Tourblogs und so. Oder so, Interviews oder so mit Dame. Bro, der hat ganz normal mit dem Zocken angefangen, hat, Kollege hat ein bisschen rausgefunden, dass der rappen kann. Und hat ihm die Idee gegeben, mach doch einen Song über, ich glaube, der WoW-Song war der erste Gaming-Song von ihm, soweit ich weiß. Ja, und dann ging es durch die Decke, so, weißt du, wie ich meine? Also, aus so einer simplen Idee, so, sowas Großes draus zu machen, weil der ist ja immer weiterhin erfolgreich, so. Das muss man auch erstmal schaffen, ne? Nach mittlerweile über 11 Jahren noch gut erfolgreich zu sein. Klar macht er nicht seine 40 Millionen Klicks mit dem Song, aber mit gewissen Songs macht er auch immer noch seine Millionen Klicks. Was muss man ja zum Beispiel sagen, ein San Diego leider halt eben nicht unbedingt immer schafft, so, ne? Also das muss man erstmal auch schaffen, so lange noch so relevant zu sein. Und seine Konzerte zum Beispiel, die sind immer ausverkauft, so. Wisst ihr, wie ich meine? Also, er hat's geschafft, Digga, muss man wirklich sagen. Wird dein dämliches Bunny hoppen, nichts nützen, ich sitz im Kopf mit deines Ausbeschützen. Also kommt ruhig zu zweit und werde Zeuge von ein paar Doppelabschüssen. Wenn dieser Tiefflieger kommt, macht der Kills im Affekt. Jetzt noch ein Treffer und ich platziere mein vielgeschätztes IMS. Reaper AH6, Überwachung AC-130. Ich lass die Drohne liegen und farm davor jetzt fleißig. Und dein Kampfhubschrauber bleibt nicht lang am Himmel, dank des Mord. Wir haben Skills und Engagement und das sieht man an dem Score. Es ist wundervoll, denn jeder Schuss wird zum Erfolg. Die Quote steigt dank meiner Kumpels und der UMP aus Gold. Du willst dich recken,
suchst verzweifelt auf der Map. Doch ich lieg grad mit Attentäter, Popo, Schalldämpfer in dem Haus versteckt. Wechsel auf Akimbo, visiert die Tür an und bin still. Also komm doch mit deinen Freunden, würd mich freuen, denn er macht es Mord. Flieg beim Payflow und erledig dich problemlos. Es ist ein weiter Weg bis Prestige Level 10. Und Kill für Kill sammelst du deine EP. Doch Summer over the Rainbow. Flieg beim Payflow und erledig dich problemlos. Es ist ein weiter Weg bis Prestige Level 10. Und du spielst und spielst und sagst dir eine Runde geht. Wir denken, ich sei verrückt, doch ich muss das machen. Nur an diesem Ort schalte ich ab und kann mein Frust ablassen. Denn war der Tag mal wieder schwer, ja dann schnapp ich mein Gewehr, die ACR, um euch wieder mal die Tour zu vermassen, denn ja, es stimmt, ich bin verrückt. Digga, ACR mit Schalldämpfer, beste Waffe in MW3 gewesen. MW3 ist halt so, ich hab's tatsächlich nicht so viel gespielt, so, weil ich persönlich bin so, was COD angeht, eher der Black Ops-Typ, so. Ich bin mehr Team Black Ops, so. Und deswegen mein Lieblings-COD ist und bleibt auch BO2. Aber trotzdem, MW3, Bomben-COD, ne, ich will jetzt, also so mäßig so Platz 1 ist bei mir BO2 und Platz 2 ist bei mir MW3 schon. So, wisst ihr, wie ich meine? Also jetzt nicht, dass ich so MW-Teile generell nicht fühle, so Bruder, wie gesagt, MW3 ist safe mein Platz 2. Und, Digga, Schalldämpfer, ACR in Gold und gib ihm einfach so, wisst ihr, wie ich meine? Es ist so, ich weiß nicht, also klar, zu der Zeit, ich war 8 Jahre alt, oder 9, keine Ahnung, nee, eher 9 war ich da, glaube ich. So, das ist so. Bro, klar, ich durfte zu der Zeit kein COD spielen, so, weil meine Eltern da noch ein bisschen strenger waren. Aber dass ich trotzdem noch die ertragbare und gute Zeit von MW3, BO2 und so mitbekommen habe, das finde ich halt dann schade für die neuere Generation, die auch Call of Duty lieben, so, dass die das gar nicht mehr mitbekommen. So, klar, ich bin jetzt 20 geworden letztens, aber es ist halt einfach so ein Unterschied in so von ein paar Jahren, wie sich Call of Duty auch in den älteren Teilen einfach entwickelt haben, so, wisst ihr, wie ich meine? So, da, wo ich aktiv BO2 MW3 gespielt habe, da gab es so gut wie gar keine Hacker oder sonst irgendwas. So, das war mal ein Wunder, wenn du einen getroffen hast damals noch, so. Heute ist es mal, sag ich mal, ein Wunder, wenn du eine vernünftige Lobby findest in den CODs auf PlayStation Net zum Beispiel oder Xbox oder aber auch auf dem PC. Ja, also, das war schön, Digga. Und wie gesagt, ich find's schade für die neuere Generation, dass die das nicht miterleben konnten. So, wisst ihr, wie ich meine? Doch ich muss das machen, nur an diesem Ort schalte ich ab und komme. Und auch ich habe die Prime-Zeit von BO2 und MW3 ja nicht mitbekommen. Die Prime-Zeit war nun mal eher mit die ersten Jahre der Spiele so und die habe ich halt eben nicht mitbekommen. So, wie gesagt, ich habe mit BO2, also wie gesagt, ich habe relativ spät Call of Duty angefangen. So, ich glaube 2014 oder so habe ich angefangen mit COD. Direkt mit BO2, klar, da war es erst 2 Jahre draußen. Deswegen habe ich ja auch, wie gesagt, die gute Zeit noch mitbekommen. Aber die Prime-Zeit sind sowieso früher immer die ersten paar Monate gewesen. So, wisst ihr, wie ich meine? Das ist klar. So, und das habe ich halt eben klar auch nicht mitbekommen. Aber ich habe wenigstens noch die gute Zeit mitbekommen, wo man es, wie gesagt, noch ertragen konnte, das Game zu zocken. Frust ablassen, lehn mich zurück, schieß mit der FMG 9, bis es mir besser geht. Heute solltest du besser mal den Luftraum überwachen, denn Summer over the Rainbow. Flieg beim Payflow und erledig dich problemlos. Es ist ein weiter Weg bis Prestige Level 10 und Kill für Kill sammelst du deine EP. Doch Summer over the Rainbow. Flieg beim Payflow und erledig dich problemlos. Es ist ein weiter Weg bis Prestige Level 10 und du spielst und spielst und sagst dir eine Runde geht. Summer over the Rainbow. Summer over the Rainbow. Einfach schön. Einfach schön, Digga. So, Digga, was willst du da groß zu sagen? Wisst ihr, wie ich meine? So, ich werde da auch nicht großartig noch jetzt hier drumherum reden. Das ist meiner Meinung nach für das Thema, was es widerspiegeln soll, einfach perfekt. Ja. Ich finde, Payflow ist der perfekte COD-Song. Ich finde, da kann man nichts gegen sagen, wenn man COD-Fan ist. So. Und ich hoffe, Dame ist so,
dass er weiter durchzieht, dass er aber auch vielleicht wieder mal wieder einen Gaming-Song macht. Ja, sein letzter war ja, glaube ich, für PUBG Mobile, glaube ich, war der letzte. Ja, der war krass so, ne? Geiler Song. Aber ich hätte es gern, wenn er es öfter macht, so, ne? Klar, vielleicht fühlt er auch mittlerweile zum Beispiel COD nicht mehr. Kann ja sein, dass er deswegen keine COD-Songs mehr macht. Das ist, ne, kann ja möglich sein. Aber wir müssen abwarten. Vielleicht wird ja irgendwann nochmal was kommen. Gaming-Song-artiges. Kann ja sein. Ja. Und damit würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir natürlich sehr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr den Payflow-Song fandet, falls ihr ihn vielleicht sogar noch gar nicht gehört habt bis dato. So. Oder wie ihr es wahrgenommen habt, als ihr ihn das erste Mal gehört habt. Ich weiß es nicht. Irgendwie sowas. So könnt ihr mir gerne in die Kommentare reinschreiben. Würde mich sehr darüber freuen. Link zu dem ist alles natürlich in der Beschreibung drin. Ne? Gar keine Frage. Und ja, geht nochmal auf den Song, kickt euch nochmal ein bisschen in die Nostalgie rein. So, ist was Schönes so, für die, welches das Kindheit ist, so, ne, weil das war es auf jeden Fall für mich. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Wenn ihr gesagt, wenn ihr auch, genau, wenn ihr Bock habt, so, das ist, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier als Format machen möchte, Oldschool Reactions oder so, das einfach so zwischendurch reinschiebe, so. Könnt ihr mir gerne auch in die Kommentare reinschreiben, ob ich das als richtiges Format machen soll oder ob ich das einfach so zwischendurch mal reinschieben soll. Könnt ihr mir auf jeden Fall reinschreiben. Ich werde auch einen Community-Post machen und dann werden wir mal schauen. Ja? So, wie gesagt, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.